Ah, Corpse Party. Eines der bekanntesten RPG-Horrorspielen, die es gibt. Wenn ich ehrlich bin, ich habe das Original plus das Remake schon eine sehr lange Weile nicht mehr angefasst. Hier gibt es definitiv für mich noch einiges zu erledigen, weil, wenn ich mich recht erinnern kann, habe ich so einige falsche Enden im Spiel nicht gesehen. Als auch habe ich die extra Kapitel nicht angefasst. Ebenso, was ist meine Meinung zu den Spin-off und Fortsetzungen, die über die Zeit herausgekommen sind? Nun, ich denke, es wird endlich mal Zeit, zur Corpse Party zurückzukommen. Dieses Mal mache ich nacheinander alle Corpse Party Spiele, die auf Steam erhältlich sind. Natürlich, bevor wir beginnen, ich werde spoilern, also schaltet ab oder lasst es sein. Mir ist es egal. Das erste Spiel ist natürlich das klassische Remake Corpse Party. Das Witzige ist, bei jedem Port bekam es irgendeinen Untertitel wie Corpse Party Blood Covered, danach Corpse Party Blood Covered Repeated 4. Doch heutzutage wird es oftmals nur als Corpse Party bezeichnet. Oder wie ich das jetzt hier nennen werde, Corpse Party Steam Version. Das erste, was mir auffällt, ist natürlich die Grafik. Zuerst habe ich mir gedacht, dass sie die Grafik etwas, wie sollte es am besten sagen, seltsam anfühlt. Die Porträts der Charaktere sehen etwas schiebifiziert aus, was man besonders bei den weiblichen Charakteren bemerkt. Einige der Stimmen klingen, seit ich das in Erinnerung habe, und wenn ich mich nicht irre, gab es nicht mal Artworks zu den Szenen. Das ist dann der Punkt, wo ich dann realisiert habe, das ist nicht wie die PSP-Version, die ich damals gespielt habe. So habe ich mir dann die Frage gestellt, warum machen sie ein brandneues Spiel, was schlechter aussieht als die PSP-Version? Irgendwas passt hier nicht zusammen. Das war dann der Punkt, wo ich mich etwas mehr im Internet schlau gemacht habe und etwas herausgefunden habe, was ich noch nicht wusste. Zwischen dem Originalspiel für den PC 98 und der PSP-Version gab es davor noch zwei weitere Versionen. Das erste ist Corpse Party New Chapter, eine Mobiltelefonversion des Spiels, was 2007 herauskam und heutzutage wird es als Lost Media betrachtet. Es kamen nur 4 Kapitel raus, bis man sich dann gesagt hat, scheiß drauf, machen wir stattdessen Corpse Party für den PC. Was 2008 veröffentlicht wurde, 2 Jahre vor der PSP-Version. Und für eine sehr lange Zeit war dieses Spiel nur in Japan erhältlich, bis man sich 2016 dafür entschieden hat, diesen Klassiker auf Steam zu veröffentlichen. Und sie haben sogar extra für diese Version eine englische Übersetzung gemacht. Wenn ich ehrlich bin, war es ziemlich interessant, diese Version mal zu betrachten. Besonders wenn es um die Unterschiede geht, im Vergleich zu der Version, die an der PSP-Version angelehnt ist. Das Ding dabei ist, für eine lange Zeit war dies die einzige Version erhältlich auf Steam. Wenn du Emulationen verneinst und keine PSP oder andere Konsole hast, bei denen das Spiel herausgekommen ist, dann ist dies die einzige Möglichkeit für dich, Corpse Party zu spielen. Dies hat sich 2021 dann geändert, wo dann ein weiteres Corpse Party veröffentlicht wurde. Diesmal ähnlich zu der PSP-Version. Genannt Corpse Party 2021. Ja, das ist der Name. Nicht Remastered oder Recorpsed oder irgendeinen ähnlichen albernen Namen. Einfach nur das Jahr, wo es auf Steam veröffentlicht worden ist. So, da diese beiden Corpse Party Spiele mit ein paar kleinen Unterschieden praktisch gesehen das gleiche Spiel sind, würde ich sagen, ich reviewe beide gleichzeitig. So, die Geschichte beginnt so, wie man es normalerweise bei einem RPG-Horror heutzutage erwartet. Eine Gruppe aus Teenagern plus eine Grundschülerin und eine Lehrerin wollen ein Ritual durchführen, was ewige Freundschaft gewährt. Was den Anwesenden nicht klar war, ist, dass sie dadurch von dem Boden verschluckt werden und jetzt in den Backrooms gelandet sind, wo bösartige Geister nun auf die Gruppe abgesehen hat. Und wenn ich sie sind in den Backrooms gefangen sage, dann meine ich das Wort wörtlich, da die Geister selber erwähnen, dass die Leute in einer anderen Dimension gefangen sind. Nun versucht die Klasse einen Weg aus dieser Hölle zu finden. Doch davor gibt es Leid und Verzweiflung in den Räumen und nicht jeder der Anwesenden ist in der Lage, lebend herauszukommen.
Unter den Klassenkameraden, die hier gefangen sind, handelt es sich zuerst um die original 5 Charaktere aus dem ersten Spiel. Zuerst haben wir Satoshi, der lebenswerte Angsthase, der sich im Spiel als einer der kompetentesten herausstellt. Doch, wenn ich ehrlich bin, überrascht das mich überhaupt nicht, weil wenn ich eins von Courage der feige Hund gelernt habe, ist, dass man sie auf den Angsthasen am meisten verlassen kann. Dann haben wir noch Naomi, die im Remake die größte Veränderung bekommen hat. Von einer starken No-Bullshit-Frau zu... Ich will ehrlich sein, ich vermisse die klassische Naomi. Als nächstes haben wir Ayumi, was praktisch gesehen die Verkörperung aller Creepypasta-besessenen jungen Leute darstellen soll. Und möglicherweise auch deine Edgelord-Phase aus der Schulzeit. Ebenso finde ich es ziemlich ironisch, dass sie am meisten Probleme in dieser Dimension hat. Aber eine der Charaktere ist, die offiziell heil rauskommt. Und wir dürfen nicht vergessen, sie ist Weltmeisterin in Mörderlächeln ziehen. Swiggly Swooty, I'm coming for the booty. Yoshiki gibt es auch noch und er ist das dritte Rad am Bein für Ayumi, da sie nur Augen für Satoshi hat. Er ist die Art von Charakter, der auf den ersten Blick ziemlich aggressiv rüberkommt, aber eigentlich ist er ein netter Kerl. Und zuletzt gibt es dann auch noch Yuka, Satoshis Schwester. Warum zur Hölle würden sie ausgerechnet diesen Charakter zurückbringen? Ich werde das nie verstehen. Zusätzlich zu den Originalcharakteren wurden im Remake noch 4 weitere Charaktere hinzugefügt. Hier ist Fanfavorit Saiko, Naomis perverse Freundin, und sie ist viel zu schnell von uns gegangen. Mayu, die... Was war eigentlich nochmal ihr Dasein im Spiel, außer dass sie gestorben ist? Morishige, der ein neues Fetisch entdeckt hat und ebenfalls stirbt. Und die Klassenlehrerin Miss Yui, die sich selbst opfert, damit ihre Schüler aus der Hölle entkommen können. Und warum muss jeder neu hinzugefügte Charakter aus der Klasse unbedingt sterben? Ab dem Punkt ist es ziemlich offensichtlich, dass nur die Originalcharaktere überleben. So, der Ablauf der Geschichte ist erstmal nicht so aufregend. Die ersten 3 Kapitel sind erstmal, wie die ganze Geschichte funktioniert. Hin und wieder kommen ein paar Erklärungen, wie das alles hier funktioniert und wie das alles entstande gekommen ist. Und Charaktere werden vorgestellt. Wie die 3 mörderischen Geister, der angebliche Mörder, ein Geist mit einem roten Kleid, als auch eine verstorbene Forscherin für Okkultismus namens Nao. Ebenso andere Charaktere kommen auch noch vor, aber sie sind jetzt für die Erklärung jetzt nicht so wichtig. Der Punkt, wo die Geschichte wirklich interessant wird, sind Kapitel 4 und 5, wo endlich daran gearbeitet wird, dass man aus der Hölle rauskommen kann, indem die Geister ihre Zungen zurückbekommen und man erfährt, wer der eigentliche Mörder in dieser Geschichte ist. Das Mädchen mit dem roten Kleid, Sashiko Shinosaki, aka das sadistischste, was jemals auf die Menschheit losgelassen wurde. Und einer der Bösewichte, die du nicht alleine in einer Gasse gegenüberstehen willst. Als auch eines dieser Personen, bei denen du nicht anders kannst, als es zu lieben, diesen verabscheuenswürdigen Charakter zu verachten. Doch genug über die Geschichte. Reden wir über das Gameplay. Das Gameplay ist praktisch gesehen das, was du erwartest. Du läufst von Punkt A zu B, siehst dir eine Zwischensequenz an, sammelst Gegenstände und findest heraus, wo du diesen Gegenstand einsetzen kannst, währenddessen du hin und wieder Monster oder besser gesagt Geister ausweichst, die dir an die Kehle wollen. Doch das Interessanteste sind die falschen Ende, die du erreichen kannst. Was praktisch gesehen ein Game Over mit Zuckerglasur oben drauf ist. Hier gibt es sehr viele falsche Enden. Und sie reichen von, okay, das ist jetzt gerade jetzt nicht so heftig, zu heilige Scheiße, what the fuck? Und da einige Enden so brutal sind, erweckt es bei den einen oder anderen schon eine gewisse kranke Neugierde. Wie weit geht dieses Spiel mit seiner Brutalität? Ab einem bestimmten Punkt fühlt es sich weniger als ein Horrorspiel und mehr nach einem Folterporno an. Die brutalen falschen Enden waren eines der Gründe, warum viele dieses Spiel angetastet haben. Besonders bei Horrorliebhabern. Damals galt dieses Spiel auch als eines der verstörendsten Spiele, die existieren. Heutzutage... Naja, um ehrlich zu sein, ist es immer noch eines der verstörendsten Spiele, die existieren. Jedoch wurden weitere, weitaus verstörende Videospiele im Thema Brutalität und Thematik bekannt. So, es gibt definitiv Spiele, die dieses Spiel übertreffen. Doch wenn es um das meistbekannteste verstörende Videospiel geht,
dann ist es definitiv Corpse Party. Die Musik in diesem Spiel ist, wie sollte es am besten beschreiben? Seltsam. Wenn es um Musik geht, gehen die meisten Horrorspiele entweder auf bedrohliche Hintergrundgeräusche oder unruhige Klänge, die einem das Gefühl geben, hier ist irgendwas nicht richtig und irgendwas beobachtet dich. Corpse Party hat natürlich auch solche Musik. Dennoch hat es auch ebenfalls eher, wie sollte ich sagen, actionreiche Musik. Wenn ich ehrlich bin, es klingt mehr nach Castlevania oder irgendwas anderes Action-Horror-mäßiges. Um fair zu sein, einige Musikstücke sind auch ein Remix vom Originalspiel, so. Damals waren die Regeln für RPG-Horror-Spiele noch nicht so ganz festgelegt. Doch auch wenn dieses Spiel ein absoluter Klassiker ist, hat es auch seine Probleme. Zuerst kommt dieses übliche Problem, was RPG-Horrorspiele haben. Und zwar, wenn du stecken bleibst, wanderst du von 5 bis vielleicht 15 Minuten umher. Wunderst dich, was zur Hölle hast du bitte übersehen, bevor du dann aufgibst und in einer Komplettlösung nachschaust. Und dann fühlst du dich wie ein Dummkopf. Das Ding ist, dieses Spiel legt sogar noch eine Schippe drauf. Hier gibt es einige Gegenstände, die für deinen Run richtig wichtig sind, die erst erscheinen, wenn du davor eine bestimmte Aktion gemacht hast. Als Beispiel nehmen wir da einfach mal Kapitel 3. Nachdem Yuki auf Kisame trifft, bist du in der Lage, Regale aus dem Weg zu räumen. Diese Fähigkeit benötigst du, um die verzauberten Schuhe zu bekommen, womit du den verfluchten Boden betreten kannst, ohne zu sterben. So, da ich mich daran noch von damals erinnern konnte, dass ich diesen Item brauche, bin ich dann sofort zum Musikraum gerusht, um die Schuhe aufzuheben. Wo ich dann zu meiner Verwunderung feststellen musste, dass die Schuhe nicht da sind, was mich ein bisschen verwirrt hat. Es stellt sich heraus, dass die Schuhe erst erscheinen, nachdem du mit einer Leiche im Gang geredet hast. Wo ich keine Ahnung habe, welchen Bezug diese Schuhe mit der Leiche haben. Und das ist nicht der einzige Moment, wo das aufgetaucht ist. In meinem Versuch, alle falschen Enden zu erreichen und das Spiel hundertprozentig durchzuspielen, habe ich gedacht, ich könnte beim zweiten Durchlauf ein Speedrun machen. Nur damit ich dann über irgendwas gestolpert bin, was scheinbar wichtig ist. Das gleiche gilt auch bei einigen Enden. Egal ob richtiger oder falscher. Wo man manchmal das Gefühl hat, man braucht eine Komplettlösung, um ihn zu erreichen. Eine der falschen Endsequenzen im ersten Kapitel ist abhängig davon, ob du einen Zettel in einen Raum durchliest. Ignorierst du den Zettel, dann erwischst du ein falsches Ende, was fast identisch mit dem richtigen Ende ist, nur dass dann am Ende Geister erscheinen, die dich töten wollen. Doch im Spiel gibt es keine Andeutung drauf, was dieses Ende beeinflusst, so. Wenn du das richtige Ende erwischt hast, dann wunderst du dich, wie du an das verbleibende falsche Ende rankommst. Und wenn du keine Zwischenspeicherung gemacht hast, dann musst du nochmal von vorne spielen. Sowas ähnliches kommt auch nahe das Ende des 5. Kapitels vor, wo das alternative und das wahre Ende abhängig davon ist, ob Yuka zur Toilette geht. Wenn Yuka dies tut, wird sie kurz vor dem Entkommen angegriffen. Wie davor? Nirgendwo im Spiel wird darauf angedeutet, dass dies ein Auslöser für das Ende ist. Ich meine, stell dir mal vor, du stirbst am Ende, weil du vor 2 Stunden zur Toilette gegangen bist und die Toilette hat nichts mit deinem Tod zu tun. Und dann gibt es auch noch die Sammlungsstücke im Spiel. Die Schulausweise. So, du hast dir vorgenommen, alle Schulausweise in jedem Kapitel zu finden, ohne eine Komplettlösung zu verwenden. Nun, bereite dich schon mal auf eine qualvolle Suche vor, weil das wird richtig langweilig. Neben den einfach zu bekommenden Schulausweisen, die einfach beim Ansprechen von Skeletten erhalten werden können, gibt es zumindest in jedem Kapitel diesen einen Schulausweis, der entweder gut versteckt ist oder mehr Aufwand benötigt. Manchmal gibt dir das Spiel nur den Schulausweis, nachdem du dieses eine Skelett 2 oder 3 Mal angesprochen hast. In anderen Zeitpunkten kannst du diesen Ausweis nur finden, wenn du einen bestimmten Charakter kontrollierst. Eine der Schulausweise, die richtig BAAAH zu bekommen war, ist der Ausweis nahe am Ende von Kapitel 3. Was von einem Zettel blockiert wird, solltest du gleichzeitig versuchen, eine der falschen Ende freizuschalten. So,
Um diesen Schulausweis zu erreichen, musst du entweder von vorne starten oder von einem Spielstand beginnen, wo nicht die anderen Zettel angesprochen wurden, damit der Zettel am Ende nicht erscheint. So ist fast, als würde das Spiel sagen, oh, du willst diesen Schulausweis? Du willst diesen Schulausweis? Fick dich! Spiel das Spiel nochmal durch, Arschloch! Und dann gibt es da noch zwei andere Schulausweise, wo ich mich ernsthaft frage, wie soll man da bitte alleine drauf kommen? In der Fluchtsequenz, kurz bevor du aus dem Keller herauskommst, sind bei zwei der Schädel bei den kleinen Weglabyrinth Ausweise versteckt. Du bekommst diese Schulausweise nur während der Flucht, so. Ab diesem Punkt würde man sich denken, hier gibt es nichts mehr zu finden. Ich meine, wer würde jetzt bitte auf die Idee kommen, vielleicht sollte ich nochmal alle Schädel anreden. Vielleicht ist hier noch irgendwas versteckt. Alle Schulausweise zu finden ist, simpel gesagt, eines dieser Dinge, die du nur einmal machst und dann nie wieder. Jedenfalls gibt es außer der Grafik noch andere Dinge, die die beiden Versionen unterscheiden. Nun, einige Stimmen sind anders. Besonders bemerkt man das bei Ayumis und Morishigis Stimme. Maie! Ebenso besitzt Corpse Party 2016 zwei alternative Enden, die in Corpse Party 2021 nicht vorhanden sind. Beide Enden sind abhängig davon, ob Ayumi oder Yoshiki im Laborraum in Kapitel 5 stirbt. Und beide Enden basieren an das klassische Corpse Party. Die 2021 Version hat stattdessen ein ganz anderes Ende, was einfach nur ein falsches Ende ist. Wenn es um die Extra-Kapitel geht, dann hat die 2016 Version nur 4, während das die 2021 Version glatte 16 Extra-Kapitel hat. Nur ein einziger Extra-Kapitel, was die 2016 besitzt, ist nicht in der 2021 Version vorhanden. Und wenn ich mich recht erinnere, taucht diese Extra-Kapitel in Book of Shadows auf. Jedenfalls, diese Extra-Kapitel sind von der Länge her unterschiedlich. Einige sind nur 5 Minuten lang und haben kaum Gameplay, währenddessen man bei anderen einen Quest erfüllen muss, wo man den Toilettengeist aushilft. Diese Kapitel sind richtig interessant anzusehen und einige scheinen auf etwas Größeres Geplantes anzudeuten. Was dies sein wird? Nun, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ebenso, auch wenn ich jetzt kein Fan von der Grafik der 2016-Version bin, liebe ich dennoch das animierte Dialogfenster. Ich finde es richtig cool. Das letzte Erwähnenswerte ist der Bildschirmfilter in der 2021-Version. Hier kannst du je nach Lust und Laune das Aussehen des Bildschirms ändern. Es ist vielleicht nicht weltbewegendes, doch ich find's cool. So, im Großen und Ganzen ein Meisterstück. Eines der besten Horrorspiele, die erhältlich sind. So, was macht man, wenn ein Spiel richtig erfolgreich wird? Natürlich, wir beginnen mit der Molkerei! Yeah!